Die Betreiber der marktbeherrschenden Tageszeitungen. Ja, der Freirat bei der Lizenzvergabe 1998 leer ausgegangen ist, versuchte man jetzt die neuen Möglichkeiten des Gesetzes für sich zu nutzen und beantragte eine befristete Lizenz für 14 Tage, das sogenannte Eventradio, so hieß das damals. Man ging ins Bierstindl, baute dort einen Container auf mit der nötigen Infrastruktur und bot vom 13. bis zum 26. Oktober 1999 erstmals einen offenen Zugang zum Medium Radio in Tirol an. Eine breite Zahl von Radiomacherinnen und Aktivistinnen boten 24 Stunden, fast 24 Stunden Programm am Tag und das 14 Tage lang. Den Satz, das Freie Radio Innsbruck, Freirad 105,9, war zum ersten Mal auf seiner immer noch gültigen Frequenz empfangbar, dann wird es weglassen, weil ich glaube, es ist eine Wiederholung oder Doppelung. Nein, es war einfach toll, weil ich sehe das auch heute noch. Einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, selber Radio machen zu können. Weil Radio und Fernsehen steht für mich nur sehr bedingt für Meinungsfreiheit. Wobei die Bedingung die ist, dass man einen Zugang kriegt, oder? Also Radio und Fernsehen kann man bei uns eigentlich nur als Konsument genießen, also die Meinungsfreiheit als Konsument genießen. Und da hat es zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, einen aktiven Zugang zur Meinungsfreiheit zu haben. Und das war einfach toll und das ist bis heute toll. Auf jeden Fall, in der Bandbreite hat es, glaube ich, in Innsbruck noch selten bis gar nicht so eine Verdichtung an verschiedene Vereine gegeben hat. Und das hat irgendwie so einen Effekt erzeugt bei den Leuten. Also sie sind auf uns zukommen. Von uns aus war die Werbung schon da mit Plakat, Flyer und solche Geschichten, aber es hat vor allem viel so eine Sogwirkung gehabt. Für die Leute war das ganz was Besonderes, die sind auf uns zugestimmt. Und weil du vorher erzählt hast, diese Stimmung bei den Leuten selber hat sich natürlich zu uns auch übertragen. Also mir waren auch so geblättet. Also ich habe da eine quasi Stimmung erlebt, die was ganz Besonderes sind. Oder? Und das hat irgendwie beide Teile oder so. Für uns war es natürlich sehr viel, dass wir motiviert worden sind durch die ganze Geschichte. Und haben einfach versucht, das Beste Mögliche auszuholen, weil wir gewusst haben, das ist unser Potenzial, wenn ich jetzt so hochgestochen sagen darf. Die Leute, wenn die jetzt kommen und ihre Sachen reinbringen, dann steht das Radio allein nichts da. Die Radiotage waren dann auch der Antrieb und das Argument, auch wirklich dann eine fixe Lizenz zu bekommen, weil wir haben damit argumentieren können, es gibt Bedarf. Wir haben einfach sagen können, es haben so und so viele Leute wollen Radio machen da in Innsbruck und es gibt die Frequenz und das waren wirklich, und für uns war es natürlich eben auch der Antrieb nochmal, da was noch mehr zu machen und zu schauen, dass es eine fixe Lizenz wird, und all das hat dann eben dazu geführt, dass es dann ja vergleichsweise schnell, nämlich innerhalb von 2 Jahren, dann auch eine fixe Lizenz gegeben hat. Ohne die Radiotage wäre es wahrscheinlich gar nicht passiert oder hätte nur einmal viel länger gedauert. Du hast immer das besondere Ding. Also es ist irgendwie dein Pferd. Diese, wie soll ich sagen, diese Mystik, die von diesen Reglern und von diesen Mikrofonen weggegangen ist, oder? Wenn man unsere Studios gesehen hat, war ja, das war recht zusammenzimmert und Anführungszeichen professionell zusammenzimmert, aber doch nichts Großes. Mischpult und Stühle, Aschenbecher, Bierflaschen, irgendwelche Leute, die irgendwas liegen lassen haben und so weiter. Und trotzdem, ab dem Zeitpunkt, wo quasi der Regler oder die Regler herum waren, auf Betrieb, war da plötzlich eine ganz andere Aura bei den Leuten. Und das war schon sehr faszinierend eigentlich. Ja, das ganze Radio hat ein ziemliches Suchtpotenzial, kommt mir vor. Also alle, die angefangen haben, Sendungen zu machen, die haben eigentlich nach der Schlussfete im T6 damals einen ziemlichen Blues gehabt und haben es gar nicht erwarten können, wann es endlich richtig losgeht, weil sie alle einfach Feuer gefangen haben. Und viele von denen, die damals Sendungen gemacht haben, sind ja immer noch dabei bis heute. Der Erfolg der Radiotage hat Freirad natürlich motiviert, jetzt eine Volllizenz zu erhalten. Das heißt,
ein Programm zu machen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und im November 2001 war es dann wirklich soweit. Das freie Radio Innsbruck, Freirad 105,9, wurde als freies, nicht kommerzielles Radio mit offenem Zugang für alle Bevölkerungsgruppen für das Stadtgebiet von Innsbruck zugelassen. Das bedeutete natürlich, dass man jetzt innerhalb von kürzester Zeit eine Infrastruktur aufbauen musste. Man musste die Finanzierung sicherstellen und vor allem Radiomacherinnen für das Programm finden und auch ausbilden. Der Erfolg von Seiten des Programms war riesig. Die Sendeplätze waren schnell vergeben und am 7.06.2002 ging man dann tatsächlich on air. Problematisch war in den ersten Jahren natürlich die Finanzierung. Weder Bund, Stadt noch Land wollten ein Geld geben. Es war ihnen offenbar nicht so wichtig, Bürgerinnen die direkte Teilnahme an demokratischen Prozessen zu sichern. Um überleben zu können, musste Freiheit schon ein Jahr nach dem Sendestart auf sogenannte ehrenamtliche Strukturen zurückgreifen. Das heißt, verdient hat niemand was daran. Also es war allen klar, was da drin sein muss in dem Studio. Aber die Frage war, wo kriegen wir das her? Dann hat der Hermann angefangen, Computer zusammenstopseln, irgendwo einen Kassettenrekorder auftreiben, irgendwo einen Plattenspieler auftreiben. Und das erste Studio war schon sehr sehenswert, oder? Wir haben schon ein bisschen was gehabt. Wir haben ja bei den Radiotagen was angeschafft, ja. Und das haben wir dann wieder verwendet. Da war ein Teil sehr schwierig, dass eben für viele, die vorher extrem aktiv waren, das Ziel, wie die Silvia gesagt hat, erreicht war und eigentlich mit dem Radiobetrieb dann nicht wirklich sehr viel zu tun haben wollten, beziehungsweise jetzt zum Beispiel auch keine Vorstandsfunktion oder so mehr übernehmen wollten, was für uns total schwierig war, weil es phasenweise extrem schwer war, für einen Vorstand Leute aufzutreiben. Schon auch mit dem Grund, weil wir finanziell immer sehr schlecht dagestanden sind. Es war natürlich immer ein Risiko, aber eben weil so viele weggebrochen sind, die jetzt dann einmal nichts mehr damit zu tun haben wollten. Ja, weil einfach so die Luft heraus war, weil einfach so eben... Ja, und das Ziel war erreicht. Das Ziel war eigentlich erreicht, hurra, und dann... Also eine große Schwierigkeit in dem Ganzen war ja, dass es von der Stadtseite her überhaupt keine Bereitschaft gegeben hat, irgendwas an Geld zu geben. Also wir haben irgendwann 1.000 Euro für ein Projekt gekriegt, aber Infrastrukturförderung haben sie kategorisch abgelehnt, bis 2005. Und vom Land haben wir schon zum Sendestart auch so eine, wie hat das geheißen, irgendeine Sondersubvention kriegt, die wir dann auch im nächsten Jahr wieder gekriegt haben. Das war natürlich viel zu wenig, um da irgendwie Personal davon zu zahlen. Also es ist sich mit dem Geld ausgegangen, die Raummiete und die Sendermiete zahlen, aber es hat sich schnell ausgestellt, vor allem nachdem meine Stelle nicht mehr über den Beschäftigungsverein gefördert war, hat sich ganz schnell ausgestellt, es geht nicht, der Verein kann sich nicht mehr weiter Personal leisten. Also Radio Freirad ist mit Sicherheit das Radio mit der größten Meinungsvielfalt in Tirol. Ja. Im Laufe der Jahre ist es auch gelungen, jetzt Subventionen zu bekommen von Bund und Land und diese bescheiden aber doch zu erhöhen. Wichtig dabei ist die Förderschiene des Bundes, und zwar dem Fonds für nicht kommerziellen Rundfunk in Österreich. Und durch diese Subvention konnten in den letzten Jahren ausreichend Mitarbeiter angestellt werden, um die circa 450 Radiomacherinnen, die über 100 regelmäßige Sendungen gestalten, zu betreuen, auszubilden und ihnen eine Hilfestellung bei der Abwicklung ihrer Sendungen zu geben. Und dann am Schluss noch, Freirad ist nach wie vor das einzige Radio in Tirol, in dem Schülerinnen, Kinder, Seniorinnen, Kultur- und Sozialvereine, aber auch verschiedene NGOs regelmäßig mit ihrem selbstgestalteten Programm in die Öffentlichkeit gehen. So irgendwie macht man das. Das passt dann schon. Und wo trennen wir das dann? Um was es dann schließlich diesem Verein Freirad, der jetzt auch dieses Radio betreibt, gegangen ist, war Leid, und zwar wurscht welchen Menschen, einen offenen Zugang zum Medium Radio zur Verfügung stellen. Und das hat schon eine Zeit gebraucht, bis auch gesehen worden ist, wie breit das ist.
Es geht von Kindern bis Seniorinnen, das sind Menschen mit Beeinträchtigungen, das sind Schülerinnen, die da was machen, das sind Einzelpersonen, das sind Vereine. Es ist ein breites Spektrum. Aber ich glaube auch, dass sich inzwischen durchgesetzt hat, dass es also in Österreich zum Teil durchgesetzt hat, in Tirol zum noch einen kleineren Teil durchgesetzt hat, aber überhaupt in dieser freien Radiobewegung, die es in Europa gibt, sage ich mal in der EU, sich schon durchgesetzt hat, dass das dieser unserer Demokratie was bringt. Dass das gut ist, wenn sich Leute da einmischen, dass das gut ist, wenn sich Leute öffentlich über ein Medium an diesem Diskurs beteiligen. Die meisten Leute, was bei uns Sendungen machen, machen Sendungen mit ganz viel Wortanteil, weil es ihnen schon darum geht, auch was mitzuteilen, auch in der Musik. Es ist nicht so, dass sie einfach Musik einlegen, sondern sie haben Geschichten dazu, sie haben ganz viel Hintergrundwissen, was man in den kommerziellen Sendern auf die Art und Weise gar nicht kriegt. Und das macht sie auch so speziell. Wir müssen genau in einer Stunde aus dem Studio wieder draußen sein. Das heißt, ich bitte alle, ein bisschen konzentriert zu arbeiten jetzt, absolute Ruhe am Set. Wir machen jetzt eine Probe oder wir versuchen jetzt mal wirklich zu schauen, dass wir, wenn wir da reinfühlen, bis am Anfang sicherlich nicht gut, wir müssen irgendwie was finden, dass wir auch erkennen, wo wir sind, dass wir das Studium ganz gut machen. Ja? Im Prinzip ist es gut, wenn da jemand durchgeht zum Beispiel, dass wir ein bisschen Action haben, dass man nicht das Gefühl hat, man kommt in ein leeres Studio rein. Ja? Wir gehen dann da so rüber hin. Und ich meine, das können wir mal probieren, ich mag das zwar nicht, aber es ist ein bisschen RTL2-mäßig oder irgendwie so, dass ich einfach so tue, quasi, ja, wir sind jetzt hier bei Radio Freirad, es wird gerade live gesendet, sie sind so quasi on air und wir schauen uns jetzt einmal an, wie so eine Sendung wirklich funktioniert. Kommt mit. Komm rein. Servus, Ralf. Wenn ich mir so anschaue, wenn man von meinem Umkreis sprechen darf, die türkischstämmigen Menschen, die hier leben, auch arbeiten und ihre Steuer zahlen, haben nicht viel die Möglichkeit, sich in Medien zu präsentieren oder wenn doch, nachher werden sie einfach mit negativen Sachen repräsentiert. Und das, was positiv ist, wird entweder sehr klein geschrieben oder ist auch nicht da. Wir gehen davon aus, dass 5 freie Radios in Tirol nur locker tragen. Und die hätten auch alle ihre Radiomacherinnen, die hätten ihr Programm, die hätten ihre Zuhörerinnen. Das ist etwas, was es eigentlich unbedingt braucht. Das hat man gesehen, jetzt vor 3 Jahren, wo die Radiotage in Inzing waren, wo ein ganzes Dorf 14 Tage Radio gemacht hat. Das war unglaublich, wer sich da alle beteiligt hat in dem Dorf. Sowas wird es brauchen und es wird wirklich, um das Ganze auch nochmal weiterzutreiben, einfach die Möglichkeit brauchen, dass Initiativen, die sowas wollen und die Initiativen gibt es und mit denen sind wir in Kontakt, auch die Möglichkeit haben, das umzusetzen. Kommentarschlusstext. Freirad 105,9 ist nach wie vor das einzige freie Radio in Tirol. Dass der Bedarf nach weiteren, nicht kommerziellen Radios gegeben ist, haben die Radiotage in St. Johann in Tirol 2000 und in Inzing 2009 bewiesen. Tirol braucht mit Sicherheit mehr nicht kommerzielle Radios. Das Land Tirol und die Kommunen sind somit aufgefordert, einer Forderung des Europäischen Parlaments und des Europarates nachzukommen und nicht kommerzielle Radios zu fördern. Freirad 105,9 wird so auch die nächsten Jahre laut sein und zur Meinungs- und Medienvielfalt in Tirol entscheidend beitragen. Ende. Passt, oder? Passt. Regie und Schnitt Daniel Glui. Moderation